Hallo und willkommen auf Nuclear Nightmare. Diesmal mit einem Unboxing von einer Amiibo-Figur, die ich mir gleich zum zweiten Mal gekauft habe, nämlich zum Aufmachen, nämlich die Zelda aus The Wind Waker. Die kann man übrigens auch sehr toll für Animal Crossing New Leaf benutzen. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video dazu. Hier noch die Rückseite. Und machen wir doch mal auf, kommen wir gleich zur Sache. Mir der liebe Benny Kolbinger gesagt hat, ich möchte wieder Unboxings, wo man auch sehen kann, wie du die Packung aufschneidest. Hier, dann bekommt ihr das. Hier, Benny, hast du dein Video, wo du siehst, wie ich aufmache. So sieht sie aus. Ah, fokussiert, da seht ihr auch alles. Ja, sie sieht doch ganz hübsch aus. Das war zu nah. So, jetzt sieht man sie nochmal. Ja, wie ich finde, sehr schön verarbeitet. Und muss man auf jeden Fall mal in Animal Crossing Amiibo, Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo mal benutzen. Da soll ja die Melodie aus Wind Waker, falls die noch wer kennt, das kleine Oni-Mädchen, oder Orni-Mädchen besser gesagt, das soll dann bei einem einziehen. Und dafür möchte ich die auch benutzen. Vielleicht gibt es dazu mal auch noch ein Video. Jo, das soll es gewesen sein. Mal sehen, ob ich noch mal ein Gamescom-Video bis Sonntag hinbekomme. Noch bevor die Gamescom vorbei ist. Ja, viel Spaß auf der Gamescom, falls ihr da seid. Und schaltet mal wieder rein, wenn ich wieder mal ein weiteres Video hochlade. Jo, also bis dann. Und tschüss. Jo, ich habe mich jetzt doch mal entschieden, noch euch die Amiibo-Funktion zu zeigen bei Animal Crossing New Leaf, beziehungsweise meine Zelda Wind Waker Amiibo-Figur einzuscannen. Und da legen wir doch mal los. Guten Abend, Bürgermeister, bla 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 bla. Sollen wir loslegen? Yo! Ha! Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich Schlaumeier. Ich habe das WLAN nicht angemacht. Ja, also wer das noch nie benutzt hat, die Amiibo-Funktion, ihr braucht entweder einen New 3DS oder für die älteren Modelle, oder New 2DS. Die älteren Modelle, die brauchen ein extra Scan-Gerät. Dort könnt ihr dann eure Amiibos mit einscannen. Bei den New 3DS und New 2DS Modellen müsst ihr einfach nur den unteren Bildschirm berühren und natürlich das WLAN eingestellt haben. So, ab in mein Haus. Da sind wir auch schon. Ab zur Lampe. Tada! Nur, dass du es weißt. Ich kann nicht in dieser Welt bleiben, wenn ich von niemandem Besitz ergreifen kann. Aber das ist schon in Ordnung. Diese Lampe ist innen größer, als man von außen vermutet.
Indoor ein Animal Crossing Amiibo, bla bla bla. So, hier ist die Prinzessin Zelda, die wir vorhin unboxed haben. Oh, sorry. Nochmal. Hab zu lange geschwafelt. Stehen sie einfach gleich schon drauf. So, es geht auch. Tada, da ist sie. Fliegen ist nicht meine Stärke, aber ich versuche zu helfen, wo ich nur kann. So wie ich da gerade rede, klinge ich fast wie Medoli, oder? Medoli, nicht Melodie, so heißt sie. Nun, wie lautet dein Wunsch? Also, komm spielen oder schenk mir was. Natürlich, komm spielen. Sehr wohl, die echte Medoli ist im Moment wohl unterwegs. Ich werde mich jedoch sogleich telepathisch verbinden, um sie zum Wohnmobilplatz zu lotsen. Entschuldigung, aber ich verdünnisiere mich dann mal. Ja, ja, Campingkampfhaus kriegen wir auch noch dafür. Bla bla, ist immer dasselbe. So, tada. Oh, jetzt kriege ich auch noch Besuch. Tut mir leid, Leute, damit kann man ja wieder mal nicht rechnen, dass hier so eine Trantüte vorbeischneit. Ja, Eduard, nein, ich drehe jetzt YouTube-Video. Jo, tschüss. Huch, gehst du etwa weg? Halt, dann gehe ich auch. Nicht, dass du mich hier einsperrst. Danke für deine Gastfreundschaft, bla bla bla. So, auf geht's. So, auf zum Wohnmobilplatz. Wollen wir hier mit keinem mehr quatschen. Ich will euch das hier jetzt mal zeigen. Hier. Steht hier als Beschreibung, ein Mädchen vom Volk der Orni, von Draconia, was? Ein Mädchen vom Volk der Orni, von Draconia erobert die Stadt. Trotz der Flügel macht sie in der Luft keine so gute Figur. Kerker sind schon eher ihr Ding. Oh, das Huhn gibt auch ein Geräusch. Oh, du lebst also in dieser Stadt. Hoffentlich ist dir meine Anwesenheit auch recht. Hilf, hilf! Noch? Oh, was gibt's denn? Manchmal wird beim Autofahren mir schon ein wenig übel, aber wenn ich aufhöre zu lesen, geht's wieder. Ah, lass mal reden kann man aussuchen oder komm hierher wohnen. Also, wenn ihr komm hierher wohnen macht, dann könnt ihr aussuchen, ob die Figur zu euch ziehen soll. Kann sie dann auch. Solltet ihr aber schon zu viele Einwohner haben, dann müsst ihr einen aussuchen, der dann auszieht. Ihr könnt hier einen Haufen Gegenstände kaufen bei ihr und auch Klamottenteile und Accessoires. Wenn sie aber einmal eingezogen ist, dann könnt ihr das nicht mehr machen. Und die könnt ihr natürlich auch nur gegen diese Camping-Coupons kaufen. Deswegen empfehle ich erstmal, außer ihr habt wirklich einen Sack voll Coupons, also damit meine ich 20 Coupons zum Beispiel, jeden Tag einfach einscannen. Ja, man kann nur einmal in 24 Stunden einscannen. Und, oder ihr stellt einfach eure interne Uhr um. Psst, erzählt das nicht dem Resetti. Auf jeden Fall, oder ihr dreht einfach das Datum weiter, dann könnt ihr natürlich auch an einem Tag mehrmals einscannen. Würde ich erstmal empfehlen, alles zu kaufen, was ihr kaufen wollt, weil sobald sie eingezogen ist, könnt ihr zwar den Amiibo noch einscannen, aber sie sagt dann nur, sie kann euch dann nur was schenken, ja, und ihr könnt euch aber nicht aussuchen, was. Also es kann dann auch sein, dass ihr 5-mal dasselbe kriegt. Oh, dann schnappe ich mir noch gleich ein gutes Buch. Aber wir können hier unten auf Gegenstand bestellen gehen. So, und dann können wir hier Hyrule-Tapete, Zelda-Boden, Feenflasche, Held der Zeitrolle, Herz, Herzteil,
Huhnornament. Oh, Link-Hut, den habe ich schon. Link-Outfit. Ah, Medulli-Outfit. Neuhelden-Outfit habe ich auch schon. Neuhelden-Perücke, Rubin. Und das war's schon. War cool. Das heißt, ich kaufe nur die Medulli-Outfit. Kostet 3 Coupons, 5 habe ich. Jo, bestellen. So, das kommt dann die Tage mit der Post. So ein Huhn hätte ich noch gern. Oh nein. Ja, dann muss ich halt noch ein bisschen was tun. Vielleicht kriege ich dann noch ein paar Coupons. Ich hub ja immer so gern und guck, wie die ausschauen, wenn sie huben. Oh, die sammelt das sogar ein. Wenn diese dummen Gesichter noch mal ein bisschen näher. Jo, Leute. Das war's dann soweit. Jetzt habe ich euch das mal gezeigt. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen spielen. Und ja, jetzt kommt wirklich nichts weiteres mehr hinten dran gefügt. Ich wünsche euch was und schaltet mal wieder ein, wenn ihr Lust habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da oder abonniert mich oder sowohl als auch. Jo, ich versuche jetzt mal jede Woche ein Video hinzukriegen. Ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht funktioniert es. Zumindest einmal im Monat, das schaffe ich auf jeden Fall. Jo, also bis dann und viel Spaß!